der Warentransport aus Sambia über den Sambesi bis zur Küste und den Hafen in Walvis Bay ist eine Grundvoraussetzung für funktionierende Entwicklung. Gleichzeitig aber auch ist er für die lokale Bevölkerung von großem Nutzen. Eine verlässliche, eine tragfähige und eine nachhaltige Verbindung der beiden Seiten ist die Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung auch in der Region. Man sieht sehr deutlich, wenn man von Sambia nach Namibia kommt oder auch in die andere Richtung fährt, dass die Brücke dazu geführt hat, dass der Transport von Gütern, aber auch von Menschen problemlos läuft. Es ist eine Grenze, sodass die normalen Grenzübertrittserfordernisse weiterhin bestehen. Aber der Warentransport, die großen Lkw, kommen problemlos, schnell, verlässlich und jederzeit, wenn die Grenze geöffnet sind, über dieses Nadelöhr. Man sieht an anderen Stellen, der Grenzübergang von Botswana nach Sambia oder Simbabwe und Sambia, wo noch nicht solche Infrastruktur vorhanden ist, dass das ein Hemmnis ist und damit Kosten verursacht, die vermeidbar sind und für die lokale Bevölkerung einfach unnötige Risiken und unnötige Behinderungen sind.